Hunde sind kräftige und athletische Tiere und viele Hunde haben mich in früheren Videos überrascht, als sie es mit gefährlichen Tieren aufgenommen haben. Aber Hunde werden auch von größeren Raubtieren angegriffen und kommen dabei manchmal ums Leben. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Leopard einen schlafenden Hund mitten in der Nacht aus seinem Zuhause reißt? Was glaubst du, wie ein Bulle reagieren würde, wenn zwei lästige Hunde ihn ständig belästigen? Wenn du sehen willst, wie Hunde in große Schwierigkeiten geraten, dann schau weiter. Denn wir zählen 14 rücksichtslose Momente auf, in denen Hunde von Raubtieren angegriffen wurden. Nummer 14. Adler. Ein Adler stürzt sich auf ein paar Hunde und einer der Hunde stürzt beim Versuch zu entkommen. Der Hund war nie in Gefahr, geschnappt zu werden, auch wenn die ganze Sache beängstigend war. Es sieht so aus, als wäre dieser Hund noch nie einem Adler begegnet, denn er ist total eingeschüchtert. Der Adler ist viel kleiner als der Hund und fordert den Hund am Boden heraus, was ihn noch verletzlicher macht. Aber das spielt keine Rolle, denn der Hund hat große Angst. Nummer 13. Löwen. Eine Löwin hält einen toten Wildhund in ihrem Maul. Der Rest des Rudels nähert sich, um zu sehen, was los ist und ob ihr Freund entkommen konnte. Sie erleben eine böse Überraschung, als ihr Freund nicht zurückkehrt. Ein großes Rudel afrikanischer Wildhunde hatte größere Raubtiere terrorisiert und einem nahegelegenen Löwenrudel regelmäßig das Futter gestohlen. Ein Löwe pirschte sich an das Rudel heran und nahm ein junges Wildhundjunges ins Visier, weil er wusste, dass es die Überlebenschancen seines Rudels erhöhen würde, während er sich gleichzeitig rächte. Ein paar Wildhunde liefen direkt an einem Löwenrudel vorbei, während sie einen Impala jagten, und leider wurde einer der Hunde von den Raubkatzen geschnappt und getötet. Als ein Berglöwe seinen Hund angreift, schnappt sich ein Mann einen Stock, rennt zu einer Raubkatze und schlägt sie mit einem Stock tot. Wow, diese Art von Auflösung habe ich nicht erwartet. Nummer 12. Krokodile. Als ein hungriges Krokodil den Hund sieht, schnappt es ihn natürlich und tötet ihn in Sekundenschnelle. Genau wie ein Gnu, nur dass es viel einfacher war. Ich verstehe nicht, warum dieser Hund in krokodilverseuchten Gewässern schwimmt. Er schafft es, aus dem Wasser zu schwimmen und wieder an Land zu kommen. Aber aus irgendeinem Grund geht er zurück ins Wasser und in diesem Moment schwimmt ein riesiges Krokodil auf den Hund zu und packt ihn. Im Hintergrund hört man ein Kind schreien. Ich verstehe einfach nicht, warum dieser Hund so nah am Wasser allein gelassen wurde, wo die Leute doch wussten, dass es dort Krokodile gibt. Das Krokodil stürzt sich auf den weißen Hund und schafft es, ihn zu schnappen und mit dem Hund im Maul abzuhauen. Der arme Hund hat es nicht kommen sehen. Dieser arme Hund geht am Flussufer entlang und sieht nicht, dass sich ein riesiges Krokodil nähert. Als das Krokodil direkt neben dem Hund ist, schnappt es ihn schnell mit seinem kräftigen Maul und der Hund ist Geschichte. Nummer 11. Wolf. Ein Rudel Wölfe nähert sich zwei Hunden und greift einen der Hunde an. Der andere Hund ist gefesselt und kann seinem Freund nicht helfen und es ist offensichtlich, dass es viel zu viele Wölfe sind, als dass der andere Hund sich retten könnte. Die Wölfe zerren den Hund weiter weg von dem Gebiet, um ihn zu erledigen. Dieser Wolf greift einen Hund an und ich glaube, der Hund ist gefesselt. Es ist schwer für den Hund, so zu manövrieren, da der Wolf ständig an ihm zerrt. Der Wolf hört kurz auf, den Hund zu beißen und startet dann einen Großangriff, bei dem er den Hund tötet. In diesem Video greifen 7 Wölfe 2 Kangals an. Alleine können sich Kangals gegen Wölfe wehren, aber 7 gegen 2 ist eine andere Geschichte. Wären die Rollen vertauscht, würden 7 Kangals 2 Wölfe vernichten, so wie die Wölfe diese Hunde vernichtet haben. Nummer 10. Leopard. Unser Vorschaubild ist nichts für schwache Nerven, denn wir sehen einen Leoparden, der sich an einem Hund festhält, der teilweise lebendig gehäutet wurde. Dieser Leopard streift durch den Eingang eines Hauses, in dem ein schwarzer Hund schläft. Als der Hund die Raubkatze bemerkt, rennt er um sein Leben, während der Leopard ihm hinterherläuft. Aber die Kameras zeigen nicht, was dann passiert. Der Leopard hat einen Hund getötet und trägt ihn an einem Zaun entlang in einen sichereren Bereich. Das muss ein schockierender Anblick für die Bewohner der Nachbarschaft gewesen sein. In diesem Video hat ein Leopard bereits einen Hund getötet und sitzt mit seiner toten Beute auf einem Baum. Die Großkatze hat noch nicht begonnen, den Hund zu fressen. Es ist schwer vorherzusagen, was er tun wird. Dieser Leopard war auf der Pirsch und als er eine Gelegenheit witterte, sprang er über ein Gatter und fand etwas Interessantes in Form eines Hundes. Er tötete den Hund mit Leichtigkeit und brachte ihn über das Gatter zurück an einen sichereren Ort. Was für eine Demonstration von Stärke und Geschicklichkeit des Leoparden. Dieser Leopard rennt auf einen streunenden Hund zu und schnappt sich den Hund, als wäre er eine Kohlkopfpuppe. Der Leopard trägt den Hund in den Wald, wo er die Sache beenden wird. Es ist unglaublich, Großkatzen wie diesen Leoparden in der Nachbarschaft umherstreifen zu sehen, wie hier. Ein Leopard greift einen Hund an einer Tankstelle
Stelle an. Gerade als es so aussieht, als ob der Hund in großen Schwierigkeiten steckt, beschließt der Leopard aus irgendeinem Grund wegzulaufen. Dem Hund scheint es gut zu gehen. Irgendjemand oder irgendetwas muss die große Katze verscheucht haben. Es sieht so aus, als wäre der Leopard mit einem Dogo Argentino gefüttert worden. Aber das kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen. Wie dem auch sei, eines ist sicher, der Hund ist tot. Ein weiterer Hund wird in einem Wohngebiet von einem Leoparden gerissen. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Leute ihre Hunde nachts draußen lassen können, wenn sie wissen, dass Leoparden umherstreifen können. Der Leopard trägt den Hund ohne Probleme von dem Grundstück weg. Die Aktivitäten der Leoparden haben in einigen Dörfern in Indien deutlich zugenommen. In diesem Video macht der Leopard einen Haushund zu seiner Beute. Als er den Leoparden näher kommen sieht, versucht der Hund zu fliehen. Aber der Leopard erwischt ihn. Inzwischen hat die Verwaltung die Dorfbewohner aufgefordert, wachsam zu sein, um den Leoparden zu vermeiden. Ein Leopard schleicht sich an einen schlafenden Hund heran und schnappt ihn. Der Hund wehrt sich, aber der Leopard erstickt das Tier wie andere Beutetiere auch. Ein Leopard schnappt sich einen großen Hund und bringt ihn hinter ein kleines Schild, um ihn zu töten. Der Hund steht noch und versucht sich zu wehren, aber das ist schwierig, weil die Großkatze ihn erwürgt. Ein Leopard ist in ein Haus eingebrochen und hat einen Hund im Haus zerfleischt. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohngebiet. Der Leopard kletterte die Wand des Bungalows hoch, um in das Haus zu gelangen und den Hund anzugreifen, wie die Videoaufnahmen des Vorfalls zeigen. Als der Leopard jedoch hörte, dass ein Fahrzeug an dem Bungalow vorbeifuhr, kletterte er heraus und verschwand. Als sich die Besitzer des Hauses am nächsten Morgen die Videoaufzeichnungen ansahen, entdeckten sie den Vorfall. Die Besitzer erstatteten bei der Forstbehörde Bericht über den Vorfall. Dieser Leopard geht mitten in der Nacht auf einen schlafenden Hund zu. Der Leopard starrt den Hund ein paar Sekunden lang an, bevor er zuschlägt und der Hund nach einem kurzen Kampf wegläuft. Wie konnte das denn passieren? Nummer 9. Tiger. Ein riesiger Tiger taucht im Bild auf und schnappt sich einen Hund. Die Menschen geraten in Panik, aber es ist schon zu spät. Es sei denn, es gibt jemanden, der verrückt genug ist, mit einem Tiger zu kämpfen, damit der Hund wieder entkommen kann. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Tiger sind die größten Raubkatzen der Welt. Wenn so ein riesiges Tier sich einen einsamen Hund schnappt, hat er keine Chance gegen die Raubkatze. Es sei denn, der Hund nimmt regelmäßig jeden Morgen seine Feuerstein-Vitamine. Nummer 8. Schlangen. Wenn sich eine Anaconda um einen Hund schlingt und sich weigert, ihn loszulassen, ist der Hund in Schwierigkeiten. Als es scheint, dass der Hund das Ende der Straße erreicht hat, sammeln einige freundliche Dorfbewohner ein paar lange Stöcke und entwirren die Schlange, damit sie den Hund befreien können. Der Hund flüchtet, sobald er befreit ist. Die Schlange zieht weiter, wahrscheinlich in der Hoffnung, ein neues Opfer zu finden, und fragt sich, wo der Hund bloß geblieben ist. Ich bin mir nicht sicher, wie oft streunende Hunde auf Pythons treffen, aber dieser Hund scheint in diesem Video in Gefahr zu sein. Der Python hat ihn mit seinem ganzen Körper umschlungen und erstickt ihn. Der Hund wird vorübergehend aus den Klauen des Pythons befreit, aber nur für ein paar Sekunden, bevor der Python ihn wieder einholt. Der tapfere Hund beginnt die Schlange zu beißen, bis der Python den Hund loslässt, der dann fliehen kann. Das ist ein Ende, das ich nicht erwartet habe. Was für ein tapferer und zäher Hund das ist. Hier ist ein Hund, der nicht mehr fliehen kann, weil er bereits tot ist. Und die Schlange bereits begonnen hat, ihn ganz zu verschlingen, angefangen mit dem Kopf. Nummer 7. Kojote. Erst kam das verzweifelte Bellen, dann ein erschreckender Anblick. Ein Kojote, der einen Chihuahua durch seinen Hinterhof jagt, holt ihn ein und verbeißt sich in den armen kleinen Welpen. Der Kojote macht sich mit dem Hund im Maul aus dem Staub. Aber die Besitzer kommen ihm zu Hilfe. Sie nähern sich dem Kojoten nicht und schießen auch nicht auf ihn, sondern feuern nur eine Hupe ab. Zum Glück konnte der kleine Chihuahua entkommen. Jetzt sagen die Besitzer, dass sie an jeder Tür im Haus ein Signalhorn haben. Nummer 6. Hunde kämpfen. Um es milde auszudrücken, diese Hunde sind ziemlich aggressiv. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass sie nicht gut versorgt werden, aber irgendetwas verursacht diese Bösartigkeit, die sie alle zu besitzen scheinen. Wenn einer der Hunde den anderen angreift, ist das bösartig und erschreckend anzusehen. Aber alle Hunde überleben, auch der, der zerfleischt wurde. Zwei Hunde fallen mitten in der Nacht über einen anderen Hund her. Der einsame Hund verteidigt sich gut, aber als er schließlich schafft zu fliehen, lassen die Hunde nicht locker und verfolgen ihn, um ihn zur Aufgabe zu zwingen. Nummer 5. Pavian. Dieser Pavian greift einen Hund mitten auf der Straße an, aber der Hund wehrt sich und jagt den Pavian. Der Hund schlägt zurück, aber als klar wird, dass der Hund nicht zurückweichen wird, flieht er. Nummer 4. Ameisenbären. Ameisenbären sind keine leichte Beute, vor allem nicht, wenn sie so groß sind. Entweder hat der Hund in diesem Video die Gebrauchsanweisung für diese Tiere nicht gelesen oder er ist einfach nur auf Ärger aus. Er greift den Ameisenbären zwar nicht an, aber er geht nah an ihn heran, was einen Angriff des Tieres auslösen könnte. Der Ameisenbär verjagt den Hund schließlich und der Hund scheint die Botschaft verstanden zu haben. Der Tamandua ist ein Ameisenbär, aber er wird oft als kleiner Ameisenbär bezeichnet, weil er viel kleiner ist als seine Verwandten, der Riesenameisenbär.
Dieses interessante Säugetier ist sowohl in Bäumen als auch auf dem Boden zu finden. Als ein Hund den Tamandua in diesem Video angreift, muss er feststellen, dass er keine gewöhnliche Beute ist. Der Tamandua liefert dem Hund den Kampf seines Lebens, denn beide Tiere geben ihr Bestes. An einer Stelle während des Kampfes sieht der Hund fast so aus, als würde er auf einem Bullen beim Rodeo reiten. Was für ein bösartiges Tier der Tamandua ist, wenn er angegriffen wird. Beide Tiere überstehen den Kampf unverletzt. Nummer 3. Schildkröte. Dieser Hund denkt, er hätte einen tollen Snack gefunden, als eine Schildkröte entdeckt. Aber als er versucht, die Schildkröte in sein Maul zu nehmen, merkt er, dass die Schildkröte beißt und lässt das gepanzerte Tier blitzschnell wieder los. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Nummer 2. Eidechse. Hier ist ein Hund, der denkt, er könne eine kleine Eidechse schnappen und töten. Aber diese Eidechse ist wild. Sie jagt den Hund über den ganzen Platz. Aber der Hund kommt immer wieder zurück und schnappt sich die Eidechse mehrmals fast. Das ist einer der besten Kämpfe, die ich zwischen einem Hund und einer Eidechse gesehen habe. Nummer 1. Büffel. Hier ist ein streitlustiger kleiner Hund, der beschlossen hat, einen monströsen Büffel zu ärgern. Der Hund hat kaum Zeit, sich in Position zu bringen. Da hat ihm der Bulle schon einen Tritt in die Fersen verpasst und ihn ausgenockt. Aber der Hund ist unverwüstlich und steht immer wieder auf. Aber er geht nicht in die Nähe des Stiers. Das ist eines der witzigsten Videos, die ich je gesehen habe. Diese beiden Hunde werden immer wieder wie ausgestopfte Tiere in die Luft geworfen. Aber sie kommen immer wieder zurück und wollen mehr. Ich meine, bei der Menge an Tritten, die die beiden abbekommen, sollte man meinen, dass sie die Botschaft verstanden haben. Vielleicht macht es ihnen Spaß, denn sie fliegen in die Luft, als wären sie in einem Fahrgeschäft in Six Flags. Ein mutiger Hund fordert einen Stier am Straßenrand heraus und obwohl die Versuche des Hundes, den Stier anzugreifen, vergeblich sind, bietet er allen Zuschauern eine gute Show. Währenddessen langweilt sich der Stier zu Tode, während er dem nervigen Hund zusieht. Sieh dir an, wie dieser Hund von einem riesigen Bison ausgenockt wird, als er sich mit ihm anlegt. Was hat sich dieser Hund dabei gedacht? Der Hund prallte an dem Bison ab wie ein Superball und rannte davon, als er merkte, dass er im falschen Ring war. Viele dieser Videos waren schwer anzusehen, aber die Leoparden, die so viele Hunde in den Wohngebieten reißen, waren erschreckend. Welches war dein Lieblingsvideo? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das ist unser Countdown der 14 rücksichtslosesten Momente, in denen Hunde von Raubtieren angegriffen wurden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.